das Vieh hält sowas von was aus. Ich komm jetzt einfach mal wieder rein, so. Ich klatsch den die ganze Zeit mit meinem Sharp-2-Schwert. Es juckt ihn einfach nicht. Mein Sharp-2-Schwert ist gleich kaputt. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt also mit dem Ohr 4. Lol, da ist mein Kopf auf diesem Ding. Ich sehe den überhaupt nicht. Alter! Bist du jetzt bald tot? Sag mal, was geht denn mit dem? Und meine Scale-Ammo ist jetzt schon beschädigt, wie Sau. Gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein OP? Ich sehe den von hier. Keine Ahnung. Geht denn nicht? Der schluckt einfach nur. Er schluckt einfach wie Sau. Die dumme Hure. Er schießt auch Pfeile, so wie es scheint. Oder wirft er irgendwas? Ich hab. Ja, oh, wenn ich ihn treffe, kriege ich Lebensmittelvergiftung. Lol. Ja, ja, geht doch niemand. Hunger. Ich hab ihn getroffen. Doch. Okay. Welchen Bogen, was für einen Bogen hast du? Ganz normalen, ich hab keine Pfeile mehr. Gehst du mal ganz kurz an meine Chest? Gehst du mal ganz kurz an meine Chest? Ja, warte mal, das Haus brennt. Oh Mann, das ist so kacke. Ey, meine Scale Armor hat jetzt schon tonnenweise Schaden. Das gibt's doch nicht. So, was ist denn deiner Chest? Kann man die reparieren? Da müssen Power 4 Bogen drin sein. Vogon hat nachher Spaß hier mit dem, Dingens. Nein, ich hab keine Pfeile mehr, hat keinen Sinn. Ja, dann gib ihn mir. Ich hab nämlich noch, wie viele Pfeile hab ich jetzt noch? 14 hab ich nämlich noch. Aber Alter, wird schon. Moment, das ist das falsche Zimmer. Ganz ehrlich, jetzt reicht's. Kriegst du ein Smite-Schwert, eins auf die wir. Ist das hier dein Zimmer? Der kassiert Schaden ohne Ende, das gibt's nicht. Sonst warte, wir lassen ihn jetzt einfach im Wasser. Wir lassen ihn jetzt einfach im Wasser drin. Alter, ich nehm Schaden. Ach nee, Quatsch. Ich treibe in den Wald einen schwachen Bogen. Ich lass ihn jetzt einfach. Ich geh jetzt in den Wald. Und dort schlage ich dann einen Bogen und komm zurück. Wir müssen die Chocobos retten. Irgendwie. Rennt da noch einer? Von denen? Weiß ich nicht. Guckt mal ganz kurz. Oh, wieso switcht denn das? Die sind alle abgehauen und ich weiß nicht, wie man die reinkriegt. Ey, was ist denn das? Hallo. Oh nein, Dingens hat doch erst welche gezüchtet, ey. Was ist denn? Wir müssen dieses Wasser erstmal da wegkriegen, ne? So, ich sehe das Ding jetzt auch nicht mehr. Ich schlag jetzt den Bogen und komm wieder zurück, ne? Haben wir noch Zäune irgendwo? Im Keller. Das macht ihr doch einfach welche. Wo haben wir die? Hier, ich hab die schon. Ich mach das eben Ich mach das eben schnell. Aber Alter, hat meine Scale. Gerade der Helm, der hat richtig was abbekommen davon. Nur von diesem einen Vieh. Aber warum ist der so über OP? Und wie kriegen wir die Schokobus jetzt wieder eingefangen? Der ist ich hab Leinen. Ich weiß nicht, ob das geht mit den Leinen. Entschuldigung, den hat's nicht mal gejuckt, als. Aber wir können die reiten. Ich meine, ich hab im anderen. Ah, Mann! Komm ich da nochmal ran, ey? Ich meine, ich will nicht wissen, wie oft ich den gehittet habe. Ich stand da wirklich die ganze Zeit vor ihm und hab auf ihn eingedroschen. Und es hat ihn einfach nicht gejuckt. Ich hab hier einen Schokobo-Sattel, aber ich weiß nicht. Kannst du dich auf die alle raufsetzen? Geht das? Gut, danke, ja. Okay, cool. War das jetzt nicht das Drama? Komm her, du Schoko. Schokobo. Huch. So, ich switch mal wieder ganz kurz jetzt zurück zu meiner Rüstung. Ich kann auf diesem Schokobo nicht sitzen. Auf dem blauen kann ich nicht. Auf dem grünen kann ich auch nicht sitzen. Und ich kann dem auch keine Leine anlegen. Ich häng bei den Kühen fest, oh nein. Ich hab so viel. Also reinschubst du vielleicht. Ups. 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 Der andere ist hier hinten bei den anderen Viechern da. Ich tu den Sattel mal bei Vogon in die Kiste, ne? Alter, Chaos am Anfang, ey, übel. Aber echt. Koloss, brauchtest du nicht mal Leder? Leder? Für meine Leder. Nicht Leder, nicht Leder. Lack und Leder, was? Hier diese Tinte, meinte ich. Tint? Oder die Tintenfischdinger. Brauchtest du die nicht mal? Ach doch, für dieses Buch, wo mit dem Friedensgedönse da, was ich da so vorgeschlagen habe. Nö, eigentlich nicht. Sonst könnte ich es jetzt geben, theoretisch. Oh nö. Na gut. Jetzt ist es schon wieder Nacht, ey. Ey, der hat hier so viel im Arsch gemacht, ne? Das ist abnormal, was der fabriziert hat, ey. Ist der jetzt. Ich hab den nicht mal gesehen. Der. Und vor allem. Ich hab mir so einer hier. Ende mit meinem Sharpness-Schwert verpasst. Oh. Warte. Mal einen Schaden. Hier, so einer war das, Konrad. Hat so einer. Zufällig 17 Level. Okay. So sah der aus. Ich hab 11. Okay. Ich hab 11, ich hab aber auch noch 6 Erfahrungssphären. Oh. Das Ding steht wieder vorne. Ich hab auch nochmal. Ach nee, du bist das. Das ist doch Koloss. Was? Ja, ich dachte, sei vorsichtig! Ich steh einfach da, guck mich an so. It was this moment that Silas knew he fucked up. Ist er schon wieder. Koloss, wie viele Level hast du eigentlich noch? Was auf blöde Frage. Ach nee, du bist ja gestorben, also kannst du gar keine haben. Was? Stimmt ja. Du hast kein Level, ne? Ich hab 10 Level. 10 Level? Ja, ich weiß gar nicht wieso. Woher? Ich hatte vorher mehr. Moment. Hier, diese lustigen Büsche. Checken. Kann ich mich in Koloss verwandeln?
Jo, das will ich sehen. Muss ich nur nackig ausziehen. Oh mein Gott. Auf einmal glitscht er jetzt so hin und her. Ja, ja. Und jetzt sieht er genauso aus wie ich. Oh mein Gott. Ja, ist genauso wie ich. Oh mein Gott. Das war schon das zweite Mal, dass ich Kolos getötet habe. Konrad, sehen wir nicht wunderbar aus? Also, Notiz an euch. Notiz an... Aua. Hast du Aua gemacht an dem Ding, ne? Geht nicht an mich ran, während ich eine Scale am Hut trage. Das überlebt ihr nicht. Wir wollten doch nur helfen. Ja, aber Kolos ist mir wieder direkt vors Schwert gesprungen. Legt euch mal schlafen, Jungs. Na gut. Es ist schon wieder Tag. Ich möchte gerne irgendwas tun, nur komme ich nie dazu. Ich weiß nicht mal genau, was ich tun will, aber... ich könnte ja mal Holz hacken. Einfach mal im großen Stil Holz holen. So, da hinten einfach so. Blumen sammeln. Könnten ja auch irgendwo hier so ein Leuchtturm aufstellen oder sowas, ne? Warte mal, kannst du weg? Warte mal ganz kurz wieder zurück, damit niemand, ich könnte mich jetzt... Du kannst auch als ich rumlaufen, kratz auch keinen. Ich könnte jetzt theoretisch mich in 5 verschiedene Manticores verwandeln. Was für Manticores? Manticores. Ich kann diese kleinen Viecher, die wir in der Festung geschüttet haben. Hallo? Sagt mir nichts. Mit Red. Hab ich hier irgendwas, was schon fliegen kann? Da hinten ist ein Mensch. Ich mach einen Down. Creeper? Oh, Pig? Ich check mal ganz kurz jetzt hier meine Viecher dort. Bird, ich könnte also theoretisch und Manticore, die können ja auch fliegen. Sagen wir mal einfach alles an braunen Blumen, oder? Was ich so finde. Ja, warte, ich komm mit. So kleine dunkelblaue. Deswegen komm ich ja mit, dann kann ich dir die erste zeigen und dann weiß er, wie sie aussehen. Wo bist du denn hin? Bei der Farm unten. Du, ich komme. Wo bei der Farm unten? Bist du in den Wald gegangen oder wie? Hier. Ach, da. Ich sehe dich. Hallo. Bist ja immer noch Koloss. Ach stimmt, ich hab ihn nicht versucht. Egal, brauchst du doch nicht. Obwohl, nee, dann fällt das ja auf. Hey Koloss, warum meinst du darum? Hä, warum bist du jetzt da? Wir müssen mal irgendwann, wenn irgendwer mich noch tötet, ich weiß nicht, wenn Konrad mich irgendwann töten sollte oder sowas, aus Gag nochmal oder so, ne? Und dann sollten wir alle dreimal Koloss sein, während Vogon oder so hier ist, weißt du? Dann denkt er auf einmal, hey, überall Koloss, was ist hier los? Welcher ist jetzt der richtige? Das wäre auch geil. Alle nur als Koloss. Ich hab Koloss gemacht. Nein, der rennt doch noch. Wie jetzt? Das wäre echt eine Idee, weil dann wissen die nicht, wer, weil ich glaube. Ja. Oder wenn wir die mal besuchen, wenn die mal on sind. Die sind PvP-mäßig nicht so gut und wenn wir dann wirklich mal im Kampf sind, wissen die nicht, wer Silox ist zum Beispiel. Mhm. Ja, oder? Wenn das endlich mal mit diesen Lex hier aufhören würde, dann könnte ich auch mal ordentlich PvP spielen. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wollen wir da hinten? Du wolltest mir eine Blume zeigen. Ja, wenn ich mal wenn hier eine wäre, dann könnte ich auch eine zeigen, aber ich habe jetzt keine. Ich bin hier hinten am Arsch der Welt. Deswegen müssen wir jetzt mal Exkurs machen. Wir sind schon wieder bei 16 Minuten, Satan. Ja, wenn der Satan so tyrannisiert. Ja, ich muss halt meinem Ruf als Diktator gerecht werden und immer meine Untertanen umbringen. Ja, ja, also so langsam glaube ich, der Frittenfriseur hat recht, dass du hier das eigene Volk vernichten möchtest. Ja, klar doch, ne? Silox, Achtung. Kennst du Saints Row? Ist da eine Schlucht? Ja, hier ist eine Schlucht. Oh geil, da können wir farmen richtig gut. Ich könnte hier... Ja... Ist hier irgendwas Gutes drin? Wollen wir da runterhüpfen? Beim Wasser? Hinten? Ins Wasser reinhüpfen? Du wolltest mir Blumen zeigen. Ich denke mal, es ist momentan effizienter, wenn wir das erstmal machen. Wow, ein Kirschbaum. Wenn wir eine finden. Kommst du? Wieso ist da ein Feuerball in der Luft? Wo? Hier bei mir ist ein Feuerball in der Luft oben. Siehst du? Lol. Mystery, was machst du schon wieder für einen Scheiß? Schön im Bändisch hier rumfliegen. Das wäre witzig, wenn er hier... Kann er sich geheim einloggen? Er kann sich, wenn das hier auf dem Server möglich ist, könnte er Vanish machen, dass man ihn nicht in der Serverliste sieht und dass er unsichtbar ist. Oh, hier. Hier ist eine dieser blöden Schlangen. Diese Schlange vergiftet. Alles klar. Wie lange? Ah, gut, passt. Alles gut. Okay. Ich hol gerade mal ein bisschen Holz für wir, die. Wir können zur Mystery-Stadt laufen. Da sind doch so viele Blumen. Aber ich glaube nicht die, aber wir können gerne nachgucken, dann müssen wir jetzt eigentlich... Ich glaube nicht mehr, dass da irgendwie Hexical sind. Ich meine, wenn die da schon dienen... Ah, so sehen die aus. Okay. Ja, genau. Und die heißen auch Hexibiskus. Und wenn die abbaust, dann kriegst du eine Hexkessenz raus. Okay, dann suche ich die mal. Ja, wir gehen mal ganz kurz rüber zu Stadt 1. Die haben schon einen riesen Bunker gebaut, ne? Muss mal gucken. Dafür haben wir ein schönes kleines Häuschen. Ja, komm, wir können dann mal ein bisschen spionieren. Spionage. Ja, klar. Immer doch. Hier bringt ja schon das Blumen. Ich meine, wie oft war Dingens auch schon bei uns bestimmt, ne? Ach ne. Oder während wir nicht da sind. Also ich war einmal bei denen da. Das war in meiner Einzelfolge, in meiner ersten. Da haben die mich dumm, glaube ich,
Mystery entdeckt, als er als Maus oder so an mir vorbeirannt. Kolos, hast du, Konrad, hast du mich noch? Ah, nee. Ja. Dass du mir nicht verloren. Tulpen, ne? Ja, das ist auch nur das Blumenfeld. Ich möchte ja trotzdem gerne mal gucken, was die so fabriziert haben in der Zwischenzeit. Vielleicht gibt es ja ein bisschen Aufschluss. Oh, hier ist das eine Katze. Hier ist eine Katze! Soll man die mitnehmen? Ich weiß nicht, ob man die mitnehmen kann. Wo ist eine Katze? Hier. Wir bräuchten diese. Ist das eine richtige Katze oder so ein Dschungel? Das ist eine Katze. Also so ein Dschungelkatzenviech oder generell Katzen. Nein, normales. Sind die Creeper dagegen auch allergisch oder? Hier unten ist sie. Ja. Ich sehe keine Katze. Hier. Ich habe sie gerade gehört, aber ich sehe sie nicht. Hier. Jetzt sehen wir Sachen nicht mehr, die Silok sieht. Da ist eine Katze. Früher hat er Sachen nicht gesehen, die wir gesehen haben, wie den Toten in der Höhle. Da ist eine Katze. Ob der da immer noch drin rumliegt? Hier ist noch eine. Bleib mal stehen, Katze. Jetzt bleib mal stehen. Ärgern. Panda-Bär. Panda? Wo siehst du ein Panda? Hä? Egal. Ich gehe aber mal weiter. Ich will vorher noch vollkommen irritiert werden. So. Jetzt muss ich mal ganz gucken. Hier sind über so viele Blumen. Ich denke mal, hier vorne, da hinten geht's los. Haben die hier irgendwie. Haben die ihr Lager verlegt? Oh ne, da hinten ist es. Blumenfläche ist auf jeden Fall größer. Die Frage ist, wo ist Konrad jetzt schon wieder? Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Ich wollte den Panda-Bären mitnehmen. Willst du ihn töten? Ach, ich sehe dich da hinten. Oh, hier ist schon wieder eine Schlucht. Ach ja, da hat sich auf jeden Fall, haben sich auf jeden Fall Standard-Skills und ziemlich lange Zeit aufgehalten. Und ich glaube, die haben hier auch schon eine Art. Jo, die haben hier eine Farmanlage errichtet. Definitiv. Hier. Okay. Gar nicht mal so schlecht. So, sie haben so eine unendliche Wasserquelle hier auch. Schon mal gut zu wissen. Weiß ja gar nicht. Wisst ihr noch, als Mystery bei uns war? Habt ihr die Folge überhaupt gesehen, als Mystery bei uns war? Nein. Ich habe ihn nur mal beim Schleichen sehen. Meinst du als Drachenkralle oder was? Ja, war genau, ich dabei. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ja, weil. Aber ich. Ich weiß halt nicht, ob er da nicht mit unseren Thron interagiert hat, weil sonst könnte man jetzt hier theoretisch reingehen und sich mal ein bisschen umgucken, aber ich weiß halt nicht, ob das. Darfst du gucken, nur nicht anfassen? Glaub, ja, darf aber man nicht, oder? Ich darf auch nicht mit eurem Objekt eigentlich interagieren, ne? Nee, glaube ich nicht. Oh, Schlange. Hier ist noch ein. Ey, hier ist ein Totenkopf, den kann ich aber abbauen, ne? Wenn da. Wenn da Loot drum liegt, darfst du es mitnehmen. Es ist ja kein Loot drum, das ist das Totenkopf, ne? Wenn einer stirbt. Ja. Kann ich den, darf ich den abbauen? Klar. Ich meine, das hat er nicht eingesammelt. Ja. Wenn das in der Hölle oder so irgendwo andersrum liegt, ist es freiwillig. Im Grunde. Nichts drin. Nein. Bei mir ist nichts drin. Hä? Hey. Ist hier leer? Ganz viel Zeug. Oder ich backe halt. Ich backe schon wieder. Ich glaube, nichts Brauchbares. Ei, ei, was ist denn schon wieder los? Meine Fresse. Was ist das denn? Ach so. Eine Menge Blaubeeren. Verrottetes Fleisch. Also ich sehe nichts. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Heißetulpen, Fichtenholz, Blaubeeren. Hier siehst du da was liegen? Ich sammle das gerade ein. Ach so, bei mir rennst du gerade erst hin. Eisenstiefel, hä? Eisenstiefel mitnehmen. Da ist doch der Loot. Bei mir liegt da nämlich kein Loot. Eisenhelm. Nimm alles mit. Sind die verzaubert? Nee. Nehmen wir trotzdem mitnehmen. Können wir verzaubern. Nimm, sonst schmeißen wir mal gleich was mein zu. Mein Inventar ist schon voll. Sonst schmeißen wir mal was zu. Goldmünzen. Ja. Achso, ja, ja, jetzt. Da fliegt so ein Feuerball in der Luft, Leute. Geh mal weg. Warte mal. Ach, du bist gerade auch von der Stadt weg. Warte mal. Ich bin ein Stück von der Stadt weg. Ich bin Richtung von der Farm weggegangen. Ich kann irgendwie nichts einsammeln. Oder. Ah, oh, der Server lag bei mir. Wie Sau. Ich weiß gerade gar nicht. Ach, da ist der. Okay. Wir haben ein schwarzes Schaf. Wieso kann ich denn jetzt nicht. Doch, jetzt. Jetzt ist das alte wieder da. Die Eisenwerkzeuge nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. Okay. Hallo. Ach, wieso buggt denn der Server bei mir? Sowas gibt's doch nicht. Hier sind irgendwelche Gemüse-Obstsorten. Quatsch. Was? Wir sollten uns gleich mal zurück zur Stadt begeben. Ey, wieso ist denn das immer so? Das darf doch nicht wahr sein. Ich gehe jetzt noch um Schwert weg, dass ich gleich eins an die Waffel haue oder so. Lauf zurück. Ah, komm, bringt nichts. Ich kann einfach nicht. Ich kann nichts interagieren, ich kann nichts machen. So lächerlich. Wegen der neuen Grafikkarte vielleicht. Glaube ich, das war ja vorher auch schon so. Ich habe gesagt, die neue Grafikkarte wird das behoben, weil ich dann eben mal besser aufnehmen kann. Ich kann ja auch flüssig aufnehmen. Es läuft ja auch flüssig, nur immer, ich bugge ständig zurück oder ähnliches. Ich sehe die Schlucht hier, lol. Alter.
Vor allem, ich kriege das, was ich rausdroppen wollte, eigentlich aus dem Inventar, das kriege ich immer wieder zurück, anstatt irgendwas Neues einzusammeln. Das macht so überhaupt keinen Sinn, was da gerade passiert. Man kann in die Schlucht einfach reinschwimmen, ne? Würde ich aber nicht machen jetzt. Da ist so ein Wasserfall auf der einen Seite, ne? Ja, würde ich trotzdem jetzt erstmal nicht machen. Warum, zu gefährlich? Jetzt ja, weil wir die Folge ist gleich vorbei. Ich muss mal ganz kurz jetzt Cordis. Mal ganz kurz gucken, wo muss ich jetzt eigentlich hin? In die Richtung. Die Richtung, genau. Denn die Folge ist gleich vorbei und wenn du da unten drin hängst, dann ist es nach und da spawnt plötzlich ein OP-Skelett oder so. Ja, nice, hier geht die Welt einfach nicht weiter. Hier liegt bei mir. Ah! LOL! Hier ist dunkelblaues Wasser. Ich plötzlich zu Konrad zurück. Das ist ja eine hübsche Katze. Hä? Töten! Ich hab echt das Gefühl, dass bei mir der Server so einiges Zeit verzögert. Sind das hier? Hier sind so Schatten auf dem Boden. Oh, was ist denn das? Oder ist das? Meine Güte, ich bug ständig einfach zurück. Jawohl. Es wird Nacht, es wird Nacht. Ja super, ich kann mich nicht bewegen. Ich versuche ihm zurückzulaufen und Tag zu machen. Ja, mach das mal. Ich bin aber auch schon wieder halbe Ewigkeit weg. Ich bin zur Kiste zurückgezogen, was ist denn das? Ich disconnect jetzt einfach einmal. Kann ich ja nicht anders machen. Keine Ahnung, woran das liegt. Dein Internet. Nee, mein Internet, ich habe ja einen Ping von 30. Das ist ja vollkommen respektabel für Minecraft Server. Ja, klar. Aber ich weiß auch nicht wieso. Warum das nur bei mir so ist. Er mag dich nicht. Schwierigkeit des Bosses. Kann ich mich auch Rollenspiel. Kann ich mich auch bewegen. Boss hat wie weit seid Nachteil. Ihr beiden? Ich bin fast direkt wieder in der Stadt zurück. Ich fahre noch ein Stück. Sonst weil ich bin jetzt halt bei Stadt 1, ich darf ja da nicht schlafen, ne? Okay. Gehört ja auch zum Interagieren mit der Stadt, ne? Ich guck mal, ob ich mich hinlegen kann so und ob das Tag wird. Sonst, ich könnte natürlich. Muss mehr als die Hälfte starten. Ich muss jetzt meine Scale-Ammo kurz anziehen, einfach nur um ein bisschen safe zu gehen, damit mich kein OP-Scale oder so wegholt. Ich hab schon wieder so viel Scheiße gesammelt, ey. Macht fürs erste Sinn, ne? Kurz die Scale-Ammo anzuziehen, auch wenn es schon beschädigt ist, jetzt schon. Aber nur um auf safe zu gehen? Ja. Ja, komm, machen wir einmal ganz kurz. Konrad, sag Bescheid, wenn du da bist, ne? Ich hab mich gerade verlaufen. Na super. Minus 500 und minus 1100, da ungefähr die Stadt. Kannst du mal was anfangen mit den Koordinaten? Moment. Also das ich bin minus fast da. 500 und minus 500 und 1100 bei Z. Dann bist du entweder da. Okay. Also so ungefähr. Okay, ich bin gleich wieder da. Bin zum zweiten See. Was wir auf jeden Fall demnächst machen müssen, sind uns bessere Schwerter. So, ich bin bei der Stadt. Aber seltsam, jetzt geht's zum Beispiel auch wieder. Das finde ich total lustig. Ja, soll ich von Ping? Aber der Chat zum Beispiel reagiert mir total zeitverzögert. Ich verstehe das nicht. Ich habe das Gefühl, als ich eine 1K-Leitung oder so. So, Tür zu. Hier rein. Ich leg mich auch hin, ne? Null. Ich hab angeblich einen Ping von 0. Ich kann mich gerade nicht hinlegen, Moment. Ja, wahrscheinlich einen Ping von 0. Ich hab einen Ping von 5000. Was? Jedenfalls fühlt sich das so an. Ich kann auch nichts machen, ich kann wieder mit nichts interagieren. Jetzt habe ich irgendwas Schaden bekommen. Du liegst doch im Bett. Nee, den Schaden nimmst du, wenn du hier gegen den mit dem Busch kuschelst. Ich lande irgendwie immer wieder im Bett. An irgendeiner Festung angekommen. Pong, 0 MS, aber. Wieso wird das nicht. Ah, doch. Alles gut, Konrad? Ja, ja. Ich bin doch gerade an so einer Festung vorbeigelaufen und da waren ganz viele böse. Hallo! Silox! Und ich bin in irgendein Loch gefallen. Das ist nicht gut. Sie? Ich habe angeblich einen Ping von 0. Ich habe jetzt dreimal den Ping gezückt. Au, ich nehme Schaden, verdammt. MS, aber von was nimmst du Schaden? Wow, der Dicke ist draußen, oh mein Gott, er wird uns alle vernichten. Welcher Dicke? Der von vorhin. Der Dicke? Ah, super. Guck ihn dir an. Ah, super. Really? Nee, mach nicht auf. Er hat eine Spitzhacke. Hast du es gehört? What the fuck, ja, Creeper. Ich habe nur noch zwei Herzen. Okay, ich sollte mich verwandeln. Wo ist er denn? Nicht in eine Schlange. Ach so. Mann, ich bin endlich selber wieder, ja. Ach, okay. Wo ist der Decke? Der steht da draußen irgendwo. Moment, ich muss jetzt mal durchscrollen. Ja, der steht im Gehege, aber das ist ja selber. Wieso steht denn der schon wieder im Gehege, hä? Aber das ist ein anderer. Okay, cool.
Der ist nämlich nicht verzaubert, aber da ist ein Creeper drin. Vorsicht! Creeper! Zwei Creeper! Ah! Lauf! Welche Farbe haben die bei dir? Grün. Bei mir sind die blau. Ach, Konrad ist da, Konrad ist da, warte mal eben. What the fuck? Gestorben. Du? Nein, der Scheiß. Wie kommt der Creeper eigentlich da rein? Ich denke mal, weil da kein Licht drin ist. Ein grünes Pferd. Wir haben hier eine Leiter am Haus. Ich weiß aber nicht, ob das die... Auf dem Dach spawnen sie aber auch nicht. Lol, hier fehlt ein Stück in meinem Zimmer von der Decke. Enderman? Feuer. Ich kann nicht... Ich habe halt auch keine freie Schussbahn auf den, weil der Creeper... weil die Schokobos zu nah bei dem stehen. Und Konrad tötet gerade Schleime. Jungs? Ja, bitte? Achso, ich dachte schon, ich würde jetzt austimen oder so, weil ich euch nicht mehr höre. Creeper ist halt kritisch jetzt. Die Schokobos stehen mir im Weg. Ja, klar, er sprengt einfach alles in die Luft, ist klar. Alles im Arsch hier! Seelox, das bezahlt nicht die Versicherung! Entschuldigung, was ist denn das für ein Scheißdreck? Sorry. Oh, mir das sei. Alter, dieses Drops. Hat alles kaputt gemacht! Sorry, war nicht ich! War Creeper! Ey, ich kann so nicht spielen, aber gut. Dann war es erstmal das mit dieser Folge von City War Beyond. Ich hoffe, dass das irgendwann echt mit Server hier. Ja, wir müssen das gleich in der nächsten Folge direkt fixen hier, ey. Ja, klar. Wogon wird sich freuen, dass seine Schokobos alle weg sind. Es sind ja nicht alle weg, da hinten steht Aber wir hatten schon einen blauen und einen grünen. Ja gut, hier ist hinten noch ein grüner. Ein grüner ist hier hinten noch. Das mache ich gleich, das repariere ich gleich. In der nächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich dann ohne... Naja gut, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch noch mit Lex, aber... Hoffentlich einmal mit ein bisschen was ordentlicherem. Ja gut, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao. Ciao. Tschüss.